Das erste halbe Jahr im Depotcontest der DRB Bank ist nun auch schon wieder vorbei. Sehr turbulente Zeiten nach einem guten ersten Quartal. Nun ein sehr turbulentes zweites Quartal. Und in diesem Umfeld ist es natürlich schwierig, das Geld der Kunden zu mehren. Und wir schauen hier bei Börse Stuttgart TV regelmäßig natürlich auf die Platzierungen und auf die Depots der Vermögensverwalter. Unser Gast heute ist die BB Wertpapierverwaltungsgesellschaft mit einem Plus von 1,14% im vorderen Drittel zu finden. Bisher 72 Trades, noch eine Menge Liquidität, also da hat man sich noch ein bisschen Pulver trocken gehalten bei der BB Wertpapierverwaltungsgesellschaft. Und das ist der Chartverlauf in den ersten 6 Monaten, also der Anstieg in den ersten 3 Monaten, sehr schön zu verfolgen, als es auch mit dem DAX aufwärts ging. Und die turbulenten Zeiten haben dann auch an der Rendite dieses Depots im Anlegerprofil Chance geknabbert. Soweit also zur Vorstellung Ihres Depots. Bei mir ist Antonio Biondo, der Geschäftsführer. Und natürlich wollen wir über Ihr Depot reden und uns einzelne Werte und Fonds rauspicken. Das Thema heute: reizvolles Börsenausland. Und Sie sagen zum Beispiel, Sie schauen gern und genau auf die Türkei. Warum? Ja, außer dass Türkei ein Handelsbilanzdefizit hat, gibt es sehr viele Gründe dafür. Zum einen hat Türkei ein sehr junges Volk, also und sehr gebildet, und die Bildung steigt von Jahr zu Jahr. Zudem kämpft die Türkei nicht wie alle anderen, also die übrigen Südeuropäer, und zwar mit der Staatsverschuldung. Diese beträgt maximal 35% des BIPs. Türkei wartet auf mit einem Wachstum oder mit Wachstumsraten von ca. 8% in den letzten Jahren auf. Zweite Auslandsbörse, die Sie prominent im Depot vertreten haben, ist Vietnam. Sind es die gleichen, ähnliche Gründe vielleicht auch, wie Sie sie für die Türkei genannt haben? Ja, ähnlich. Also Handelsbilanzdefizit ist auch ein Problem für Vietnam. Nur Vietnam wird schon seit circa 5 Jahren als Geheimfavorit gehandelt. Bisher aber dem nicht gerecht geworden. Vietnam ist in den letzten 5 Jahren oder hat circa 2/3 des Wertes eben verloren, der Index. Wobei wir auf diesem Niveau gute Einstiegsmöglichkeiten sehen. KGV war vor 5 Jahren circa bei 40 und nun bei 10. Und aus technischen Gründen sehen wir jetzt einen optimalen Einstieg. Nun sind ja Märkte wie die Türkei und Vietnam nicht wirklich etwas für den Privatanleger, wenn es um Einzeltitel geht, weil dann doch vielleicht im Einzeltitel zu viel Risiko lauert. Wie investieren Sie? Was würden Sie hier empfehlen? Ja, also wir favorisieren Emerging Markets allgemein gegenüber den gewachsenen Ländern, wobei wir auch speziell auch in diesen Ländern auch reinschauen. Und in dem Fall Vietnam oder Türkei je maximal 5% beizumischen. In Form von Fonds oder Einzelwerten? Wir empfehlen Fonds aufgrund der Risikostreuung. Frage, und damit gehen wir jetzt so ein bisschen weg von den Ländern hin auch zu Themen, denn Sie haben auch Themen gesetzt in Ihrem Depot, beispielsweise das Thema Essen und Trinken, so unter dem Motto: gegessen und getrunken wird immer. Ja, das kann man auch gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr gut verfolgen, dass genau diese Werte doch am Höchststand stehen. Sie sind dort auch in einem Fonds investiert? Ja, in dem Inc., Food and Beverages. Dieser Fonds investiert in Nestles und Coca-Colas der Welt. Und warum, unabhängig jetzt mal vom Thema Essen und Trinken, hat es Ihnen dieser Fonds angetan und dieses Thema so genau angetan mit Werten wie zum Beispiel Nestlé und Coca-Cola? Weil genau diese Unternehmen indirekt von der Story der Emerging Markets Länder profitieren. Der Mittelstand wächst und diese Menschen benötigen immer oder verbrauchen immer mehr essen auch immer mehr westliche Produkte, und davon profitieren unsere Werte. Ja, und während wir hier gerade über Ihre Depotwerte gesprochen haben, haben wir auch noch einmal Ihr Depot eingeblendet mit den Kenndaten, Liquidität etc. pp. Und schauen natürlich, Herr Biondo, jetzt auf den Rest des Börsenjahres 2012. Man hat es gesehen, ich habe es angesprochen, noch viel Liquidität da. Das heißt, Sie halten sich Ihr Pulver trocken in der Hoffnung, dass es weniger turbulent und vor allen Dingen aufwärts geht? Ja, wir sehen die Zukunft in diesem Jahr sehr gemischt. Zum einen spricht die fundamentale Bewertung weiter für Aktien. Auf der anderen Seite sehen wir auch jetzt nach der Wahl in Griechenland weiterhin die Probleme nicht beiseite gelegt, sodass wir noch nicht einsteigen. Also, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste bei Antonio Biondo und seinem Vermögensverwalterteam. Das war der Blick auf sein Depot im Rahmen des Depot-Contests der DRB Bank. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.